Ich darf Sie sehr herzlich an der Diplomatischen Akademie begrüßen. Ich freue mich, dass wir mit der Schweizerischen Botschaft hier heute Abend ein wichtiges Thema behandeln dürfen und möchte als Ersten Herrn Bundeskanzler außer Dienst Dr. Franitzky begrüßen. Das Thema die Neutralität Österreichs und der Schweiz ist ein Thema, das auch Bundeskanzler Franitzky vermutlich während seiner Tätigkeit intensiv beschäftigt hat. Schließlich hat zumindest der österreichische Teil der Neutralität durch den Beitritt zur Europäischen Union eine gewisse, um es neutral zu formulieren, Veränderung erfahren. Und die Diskussion ist seither ja in Österreich auch nicht abgebrochen. Ich möchte einleitend eigentlich nur auf das Moskauer Memorandum vom April 1955 erinnern, wo ja in schriftlicher Form festgehalten wurde, was denn Österreich vorhat zu tun, und zwar immerwährend eine Neutralität zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird, steht in diesem Moskauer Memorandum drinnen. Nun, wir stehen heute etwas anders. Zwischen der Österreich und der Schweiz haben sich bereits im Jahr 1955 durch den UNO-Beitritt Österreichs ja auch Veränderungen ergeben und natürlich auch durch den Beitritt zu den europäischen Gemeinschaften, der Europäischen Union. Die Frage, die sich stellt, sowohl für die Schweiz als auch für die Österreich, denke ich, ist dieses Modell der Neutralität ein Identitätsmerkmal oder ist es eine außenpolitische Strategie? Oder kann es beides sein? Ich denke, Neutralität hat immer auch mit Haltung zu tun, und um es auf den Kern zu reduzieren, es geht darum, gegen Krieg zu sein, für Diplomatie zu sein, für Frieden einzutreten. Ich möchte aber auch noch einen zweiten Aspekt dazu nehmen, und ich würde mich freuen, wenn das auch diskutiert wird. Aus meiner Sicht hat Neutralität auch immer mit der eigenen Kleinheit zu tun. Das Wort Kleinheit meine ich jetzt nicht im negativen Sinn, sondern durchaus auch mit dem Sinn, dass man in einer Weltgemeinschaft, die nun einmal zunehmend geopolitisch und realpolitisch agiert, das Thema der eigenen Kleinheit auch realpolitisch zur Kenntnis zu nehmen hat und daher entsprechend wohl auch die Neutralität eine gewisse zunehmende Rolle hier spielen kann, weil es ja immer darum geht, und die Österreicher haben das wiederholt ja erfahren, dass man eine positive Rolle für die Staatengemeinschaft spielen soll. Und daher denke ich, nach einigen Jahrzehnten, wo das Thema der Neutralität zumindest in Österreich weniger intensiv diskutiert wurde, ist heute wieder eine neue Diskussion dazu auch gegeben hat und geben wird. Gibt es einen Kern der Neutralität? All das, glaube ich, wird ja auch heute Abend diskutiert werden. Wie sehen junge Menschen das Thema dieser Neutralität? Ja, stehen Schweiz und Österreich mit dem Rücken gegeneinander in der Frage der Neutralität oder schauen sie sich manchmal doch von Angesicht zu Angesicht ins Auge? Meine persönliche Einschätzung ist, wir waren schon einmal enger in dieser Frage, als wir es heute sind, aber ich bin nur derjenige, der sie zu begrüßen hat für die Akademie. Die Diskussion, auf die ich mich sehr freue, und auf den Vortrag von Herrn Dr. Franitzky kann ich nur sagen, freue ich mich sehr, und ich darf nochmal herzlich willkommen sagen, freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Sehr geehrter Botschafter Blix, sehr geehrter Bundeskanzler außer Dienst Dr. Franitzky, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Sie heute Abend im Namen der Schweizerischen Botschaft zu begrüßen, und ich übermittle Ihnen auch die Grüße von unserer Botschafter Walter Hafner, die zurzeit in der Schweiz ist. Die Schweiz und Österreich, sie haben viele Sachen gemeinsam, und die Neutralität ist eine von diesen. Für die Schweiz hat aber die Neutralität auch eine viel längere Geschichte. Sie ist eine jahrhundertalte Praxis, die hier in Wien vor 200 Jahren völkerrechtlich anerkannt wurde. Damit muss ich auch zugestehen, dass die Schweiz aber die Neutralität nicht erfunden hat. Wir haben andere Sachen. Aufgrund dieser langen Vorbestand und ganz besonders die Erfahrung, die die Schweiz während der Erste und die Zweite Weltkrieg mit der Neutralität gemacht hat, ist heute Teil unserer Identität. Und diese identitätsstiftende Element ist auch lange Zeit die Polarstern unserer Außenpolitik. Sie hat die Richtung gegeben
und sie gibt immer noch diese Richtung. Wobei, wenn man das genauer anschaut, ist diese Polarstern überhaupt nicht fix. Obwohl die Neutralität seit mehr als 100 Jahren fix in der Jagerkonvention festgelegt wurde, hat sich für die Schweiz in ihrer Rolle, in ihrer Bedeutung stark verwandelt. Und als wir seit Jahrhunderten neutral sind, wir fühlen uns besonders legitimiert, diese Neutralität auszulegen. Und so, wir haben in den 20er Jahren mit dem Völkerbund eine differenzielle Neutralität eingeführt, um Wirtschaftssanktionen anzuwenden. Mit dem Scheitern des Völkerbundes sind wir zurückgegangen zu einer integralen Neutralität, die aber nie eine Gesinnungsneutralität war, 1839. 15 Jahre später, am Ende des Koreakriegs, für die Schweizer Neutralität war ein ganz spezieller Moment. Einerseits die Neutralität wurde anerkannt von den neuen maßgebenden Mächten, aber andererseits plötzlich unter die Neutralen, die für die Korea-Waffenstillstand eine Überwachungskommission stellen mussten oder sollten, gab es auch Polen, Tschechoslowakei, was unser Verständnis der Neutralität etwas störend war. Zwei Länder, die damals den Warschau-Pakt gehörten. Machen wir einen weiteren Sprung, kommen wir in den 90er Jahre, wo mit dem ersten Golfkrieg die Schweiz hat anerkannt, dass Wirtschaftssanktionen der UNO-Sicherheitsrat auch für sich maßgebend waren und wir sind so zurück zu einer differenziellen Neutralität. Wir sind zum Schluss gekommen, dass zwischen einem Beschluss der Sicherheitsrat und ein Staat, die nicht die gemeinsame Regel respektiert, keine Neutralität geben kann. Wie heutzutage keine Neutralität gegenüber Terrorismus geben kann. Das Neutralität gilt für uns immerhin noch heute und wird auch in absehbarer Zukunft so sein. Wir haben aber auch neue Herausforderungen. Zum Beispiel, was bedeutet Neutralität im Cyberraum? Das sind neue Fragen, die wir uns stellen und wir werden vielleicht heute Abend auch über diese Fragen etwas hören. Sie sehen, die Neutralität ist nicht gleich Neutralität und wir freuen uns heute Abend ganz besonders auf die Sicht der Jugend. Aber ich möchte zuerst mich bedanken bei Dr. Branicki, für den Vortrag, die erhalten wird und uns einfach in diese Thematik einführen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, der ich mich dann anschließen darf. Ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Mein Name ist Tamara Ees, ich bin Politikwissenschaftlerin, Lehrbeauftragte in der Erwachsenenbildung, auch im Lehramt politische Bildung an der Universität Wien und vor allem auch Vorsitzende der IG Demokratie. Da beschäftige ich mich in Theorie und Praxis mit Weiter- und Fortentwicklung und Verbesserung unserer Demokratie. Und da kommt natürlich immer wieder das Vorbild Schweiz. Überhaupt ist die Schweiz, glaube ich, für Österreich vielerlei Vorbild. Bei der Demokratie, beim Föderalismus und natürlich auch bei der Neutralität. Wir haben schon gehört, ein Zitat aus dem Moskauer Memorandum, Österreich seine Neutralität so, wie sie in der Schweiz, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird, so heißt es im Originalwortlaut. Und heute wollen wir mal in die Zukunft blicken oder schauen, wie wir diese Zukunft gemeinsam gestalten können, mit jungen Stimmen aus Wissenschaft und politischer Praxis. Diese Zukunft können wir aber nur gestalten, wenn wir auch unsere Geschichte kennen. Und dafür haben wir einen profunden Kenner der Materie eingeladen, ein langjähriger Begleiter und Wegbegleiter der nicht immer einfachen und lebhaften Neutralitätsdebatten. Und das ist mir eine große Freude, jetzt zu Beginn Herrn Bundeskanzler außer Dienst Dr. Franz Fernitzky begrüßen zu dürfen, in dessen Amtszeit ja auch der EU-Beitritt Österreichs fiel. Eine geschichtsträchtige Zeit, gerade auch für die Neutralität. Sehr geehrter Herr Fernitzky, werfen Sie für uns einen Blick zurück, damit wir dann gemeinsam in die Zukunft schauen können. Herr Botschafter, Herr Geschäftsleger, meine sehr geehrten Damen und Herren,
lieber Herr Botschafter, die Frage, ob die Österreicher und die Schweizer Rücken an Rücken oder Gesicht zu Gesicht auf den hohen Bergen stehen und hinüberblicken, hängt davon ab, ob sie in Vorarlberg leben oder in Niederösterreich. Ein feiner Unterschied. Meine Damen und Herren, ich bin mir bewusst, dass Sie diesen Abend der Zukunft des Neutralitätsgedankens und der Neutralitätspraxis unserer beider Länder diskutieren werden. Mit einigen Blicken zurück möchte ich Ihnen aber sagen, dass das Thema, nämlich, und das haben Sie in Ihrem Arbeitstitel drinnen, im Arbeitstitel für diese Veranstaltung habe ich gelesen, wie viel Neutralität kann sich Schweiz und Österreich in der Zukunft noch leisten? Und das ist für wahr nicht nur ein aktueller, sondern auch ein grundsätzliche Auseinandersetzung, vielleicht auch Widerspruch. Und Sie werden sehen, indem ich mich in ein paar Anmerkungen auf das Entstehen und auf das Zustandekommen der Verfassungen konzentriere, dass wir diese Überlegungen brauchen, um zu wissen, wo es in der Zukunft und wohin es in der Zukunft weitergehen kann. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht von der Geburtsstunde der österreichischen Neutralität. Nämlich wurde schon erwähnt, dass wir den Moskauer Verhandlungsendtagen über den Staatsvertrag im Jahr 1955. Und da wurde die interessierte Öffentlichkeit und die Politik damals schon mit zwei Fragen konfrontiert. Nämlich erste Frage, was kann man sich als künftiger Neutraler, also ich berichte aus dem Jahr 1955, was kann man sich als künftiger Neutraler denn später einmal noch leisten? Und die zweite Frage, die damals auch im Zentrum stand, wer hilft, wenn ein Dritter uns Neutrale einmal bedrohen sollte? Und eine ganz wichtige Frage. Das österreichische Verhandlungsteam bestand damals aus dem Bundeskanzler Julius Raab, dem Vizekanzler Adolf Scherf, dem Außenminister Leopold Figl und dem Staatssekretär im Außenministerium Bruno Kreisky. Und die Russen haben das Neutralitätsthema ins Gespräch gebracht und Julius Raab hat nichts dabei gefunden, hat gesagt, ja, ist eine gute Idee. Leopold Figl hat auch nichts dagegen gehabt. Adolf Scherf war strikt dagegen. Adolf Scherf war deshalb strikt dagegen, weil er befürchtete, dass das Hineindrängen, wie er es damals nannte, in eine Neutralitätsposition Österreich zu den Blockfreien bringen würde. Und die Blockfreien waren aber ziemlich kommunistisch inspiriert. Also in unserer Nachbarschaft war der wichtigste Block frei Jugoslawien, in Übersee der wichtigste Block frei Kuba, in Asien der wichtigste Block frei Indien. Indien war zwar damals nicht kommunistisch, aber Jugoslawien und Kuba braucht man nicht lang darüber zu diskutieren. Bruno Kreisky wollte eine Lösung. Und die Lösung bestand im Großen und Ganzen darin, dass er dann in den Verhandlungstext, der Botschafter hat ihn zitiert, hineinbrachte, nach dem Vorbild der Schweiz. Und dann gibt es noch einen Aspekt. Es kam nämlich die Frage auf, und das betrifft meinen zweiten Punkt, wer hilft uns, wenn wir einmal bedroht werden? Und da geht es darum, um Garantie oder Schutzmacht. Und keiner der vier Herren wollte eigentlich eine Garantiemacht oder eine Schutzmacht, weil logisch zu befürchten war, dass sich dann irgendjemand einmischt. Und am schlimmsten wäre gewesen, wenn einer der Signatarstaaten eine Schutzmachtfunktion übernommen hätte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man hat dann nach einigem Hin und Her, hat man diese Formulierung mit der Schweiz übernommen und somit war eigentlich der Frieden hergestellt und man konnte befriedigt nach Hause fahren, nicht nur wegen der Neutralität, sondern natürlich wegen des Staatsvertrags.
Ich werde Ihnen dann noch eine Episode aus Moskau erzählen, wie das auch eine Rolle gespielt hat. Was aber hat Österreich gemacht, damit diese Neutralität nicht irgendwo, die Neutralität besteht in Wirklichkeit aus einem österreichischen Verfassungsgesetz, welches 1955 beschlossen wurde, mit dem 26. Oktober 1955, unser heutiger Staatsfeiertag, der Nationalfeiertag, wie man will. Und was weiß man, kann ja, jeder Staat kann locker ein Gesetz beschließen, ohne dass die anderen sich darum kümmern müssen. Daher hat die österreichische Bundesregierung das Neutralitätsgesetz, ein Verfassungsgesetz, bei den Vereinten Nationen notifiziert. Und damit war eigentlich auch ein Weg gefunden zu sagen, die UNO hat das akzeptiert, angenommen, wir haben es international angemeldet und es wurde international zur Kenntnis genommen. Das heißt, wir waren eigentlich, kann man sagen, wienerisch würde man sagen, aus dem Schneider. Seither sind aber Jahrzehnte vergangen und andere Fragen tauchten auf. Die zwei eingangs gestellten Fragen, also wer hilft uns welche Freiräume haben wir, diese zwei eingangs gestellten Fragen verschwanden nicht. Sie verschwanden zwar nicht, blieben sogar Gegenstand von Zweifeln. Viele Leute haben auch Jahre danach noch gesagt, das ist nicht geklärt, wer uns hilft. Aber sie wurden nicht mehr öffentlich diskutiert, so intensiv wie 1955 und folgende. Anderes trat in den Vordergrund. Wurde auch schon erwähnt, die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union, die ja 1989 mit dem berühmten Brief, also dem Antrag zur Mitgliedschaft begannen und sich dann aber hinzogen bis zum Jahr 1994. Und möglicherweise werden sich einige Damen oder Herren erinnern, wir haben damals immer gesagt, Österreich ist so eng verbunden und verflochten mit den 12 Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft, wie es damals hieß. Das heißt, ungefähr 2/3 unseres kompletten außenwirtschaftlichen Transaktionsvolumens, Importe, Exporte, Investitionen etc., wurden abgewickelt mit Deutschland, mit Italien, mit den Niederlanden, mit Großbritannien, die anderen halt etwas kleinere Größenordnungen. Und man hat mir auch immer, jedes Jahr habe ich Wallfahrten veranstaltet in die verschiedenen Hauptstädte der Europäer und immer gesagt, wir bereiten uns vor und wir haben das und jenes und so weiter. Und die haben immer gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, ihr seid so verflochten mit uns, das kann nicht lang dauern, diese Verhandlungen. 1993 ist mir ein bisschen der Geduldsfaden gerissen und ich habe mit dem Kommissionspräsidenten Jacques Delors angerufen und habe gesagt, ihr habt immer gesagt, das dauert nicht lang und jetzt sitzen wir da schon 6 Jahre herum und bereiten vor und wann fangen die Verhandlungen an. Und er hat gesagt, du musst wissen, in der EU fallen alle wichtigen Entscheidungen in den letzten 10 Minuten. Du musst nur wissen, wann die beginnen. Ja, und so war es letztendlich auch. Und im Rahmen und im Zug dieser Beitrittsverhandlungen haben schon einige Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht, wenn ihr einmal Mitglied sein solltet, dann könnt ihr endlich eure Neutralität loswerden. Die haben das so gesagt, wie könnt ihr endlich eine Bürde über Bord werfen. Ich dürfte nicht mehr belasten und behelligen damit. Wieder andere haben ganz eindeutig gesagt, also wir sind dafür, dass ihr Mitglieder werdet, aber im Gegenzug erwarten wir, dass ihr diese komische Neutralität aufgebt. Der Wortführer dieser Version war der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der immer gesagt hat, gegen wen wollt ihr neutral sein oder für wen oder und so weiter. Die Frau Thatcher in London, mit der habe ich das auch oft besprochen, der war das ganz egal. Ich will ihr nicht unterstellen, dass sie die Neutralität nicht verstanden hat, aber es war ihr ein Fremdwort. Und es war ihr so fremd, dass sie gar nicht bereit war, darüber zu diskutieren. Im Inland. Ja, ich wollte Ihnen noch erzählen, den Besuch 1988 in Moskau.
Wir kamen dorthin, ich hatte eine Wirtschaftsdelegation angeführt, eine große, wir haben ein ganzes Auerflugzeug gefüllt, und während des Flugs kamen die großen Generaldirektoren und so weiter zu mir, Flugzeug, und haben gesagt, bitte Herr Bundeskanzler, wir würden Sie bitten, erwähnen Sie nicht in Moskau, dass wir in die Europäische Union wollen. Und ich habe ihnen gesagt, ich werde es auch nicht glauben, dass die das nicht schon wissen. Und so kamen wir also nach Moskau und haben uns an einen riesigen Verhandlungstisch gesetzt, und Herr Rischkow, der damalige Ministerpräsident, freundlich begrüßt und liebe Freunde aus Österreich und so weiter. Aber eines sage ich euch, ich lese in Zeitungen, ihr wollt der EU beitreten, das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Meine Industriellen sind ein bisschen unter den Tisch gefallen und haben geglaubt, jetzt ist alles aus. Und ich habe dann 3 Tage lang die Möglichkeit gehabt, den Herrn Rischkow zu überzeugen. Und am Schluss hat er der TASS ein Interview gegeben des Inhalts. Der österreichische Bundeskanzler ist hier zu Besuch und hat erklärt, Österreich wird alle seine Verpflichtungen einhalten. Damit war der Durchbruch gelungen. Weil man stelle sich vor, ich komme zu einer Riesendelegation in Schwechat an und habe im Rucksack ein Niet Moskaus. Also das wäre wirklich verheerend gewesen. So, zum Inland. Es gibt eigentlich, ein ungebrochenes Vertrauen der Österreicher in die Neutralität als Friedenselement, als Sicherheitselement. Auch seltsamerweise, obwohl es damit begrifflich gar nicht so viel zu tun hat, als Souveränitätselement. Und ganz besonders überzeugend wirkt auf die meisten Österreicher Vorbild Schweiz. Vorbild Schweiz ist großartig, kein Krieg, keine Zerstörungen, keine Kriegsgefangenen, ziviler Wohlstand und so weiter, während wir bei uns die Ziegeln weggeräumt haben, die zerbombt waren. Das heißt, aber auch die Politik, die österreichische Innenpolitik und Außenpolitik, aber vor allem in dem Zusammenhang die Innenpolitik, war immer auf Neutralitätskurs. Also wenn irgendjemand bei den vielen, vielen Versammlungen als Vorbereitung zur Volksabstimmung gesagt hat, ja, aber was mit der Neutralität, haben alle EU-Befürworter österreichischer Seite gesagt, die bleibt so, da ändert sich nichts und so weiter. Im Gegensatz zu dem, was die Westeuropäer gesagt haben, werft sie endlich über Bord. Einige Misstrauenstropfen wurden auch in die Diskussion gehört. Ein maßgeblicher österreichischer Politiker hat einmal gesagt, die Neutralität gehört in den Tabernakel der Geschichte. Aber die Österreicher sind zwar sehr katholisch, aber was ein Tabernakel ist, haben sie auch nicht so genau gewusst, also haben sie nicht so ernst genommen. Ich erinnere in dem Zusammenhang, und das betrifft dann auch schon die Themen, das Themenvolumen, das Sie möglicherweise diskutiert werden heute, das ist die Akzeptanz der Übernahme der Petersberg-Aufgaben. Sie müssen sich das so vorstellen. Als ich in den Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei ging und ganz zart und leise ins Gespräch brachte, sollten wir uns nicht einmal überlegen, dort Mitglied zu werden. Das war unfassbar. Das war so, ich habe gar keinen Vergleich, wie unfassbar das war, so wie, ich weiß nicht, wenn man mit dem Kuhklub Frösche füttern geht oder so ähnlich. Und einer der Punkte war, erstens, wenn man der EU beitritt, muss man auch der NATO beitreten. Und das kommt schon gar nicht in Frage. Zweitens, wenn man der EU beitritt, verletzt man den Staatsvertrag-Artikel, der das Anschlussverbot an Deutschland vorschreibt. Und das Dritte war, letztendlich ist die EU so eine Art volkswirtschaftliche Abteilung der NATO, und das braucht man nicht. Und wir sind in der EFTA und das genügt uns. Also es war ziemlich borstig. Es wurde dann durch viele, viele Arbeit wurde dann weniger borstig. Aber dann kam
schon die erste Herausforderung, nämlich die Teilnahme oder die Beteiligung an einer internationalen Friedensmission. Und das waren diese Petersberg-Aufgaben, die auch Petersberg, ein Ort in Deutschland, wurde vereinbart, also auch mit der NATO, die EU-Mitglieder mit der NATO zu kooperieren, ganz wichtig in friedenserhaltenden Maßnahmen, vielleicht auch friedensstiftenden, nicht friedensherbeiführenden. Herbeiführend wäre ein Kampfeinsatz einer militärischen Einheit gewesen. Also auch das bedurfte großer Überzeugungsarbeit, ist aber letztlich über die Bühne gegangen. Und auf dieser Gemengelage, die ich jetzt da ja nur kurz schildern konnte, ist dann seit nicht ganz 2 Jahren, sind die Einzelheiten der ständigen strukturellen Zusammenarbeit entstanden. Die Einzelheiten eines Programms, also der PESCO-Projekte, über die heute noch gesprochen werden wird, glaube ich, dem sich die österreichische Bundesregierung gemeinsam mit den anderen Mitgliedsländern der EU angeschlossen hat. Nicht dabei sind Dänemark, Malta und das sich verabschiedende Großbritannien. Für die Umsetzung, wenn wir jetzt die Liste der PESCO-Projekte anschauen, wird nicht schwer zu erraten sein, dass unser heimischer Hausgebrauch etliche und erhebliche Welle auftürmen wird. Welche Welle können das sein? Welle, also die Mauern, riesige Erdhaufen, könnten sein die öffentliche Haushaltspolitik, denn alles, was in den ESCO-Programmen steht, kostet Geld, viel Geld. Ich erinnere nur an den Rüstungsanteil als Prozentsatz der Militärausgaben, die Ausgaben, die notwendig sind für die Aufrechterhaltung eines stehenden Heers von so und so viel Mann, die Eröffnung der Zusammenarbeit im militärtechnischen Gebiet, die gemeinsame Bekämpfung der Cyberkriminalität, also sind schon erhebliche Brocken, die nicht billig daherkommen. Also es wird ein Thema der öffentlichen Haushaltspolitik sein, noch dazu, wo die derzeitige Bundesregierung ein Nulldefizit anpeilt und wo gerade im sozialpolitischen Bereich ja nicht gerade üppig verfahren wird. Der nächste Wahl könnte sein die Militärpolitik. Also man muss da sicherlich auch noch die hohe Generalität mit einbeziehen in die Überlegungen. Ein immer wieder auftauchender Wall oder aufgeworfener Wall wird sein, das Festhalten am alten nationalen Souveränitätsbegriff. Ganz besonders kompliziert und schwierig. So, wir haben ja politische Kräfte in unserem Land, Herr im eigenen Haus und nichts reinreden lassen und wie halt so die Skeptiker der europäischen Integration ihre Argumente oder was immer sie als Argumente bezeichnen, aufbauen. Ein hartes Stück Arbeit für die Regierung, für jede Regierung. Wenn überhaupt zu bewältigen, dann mit allen Facetten der breiten Konsensfindung im Inland. Da muss die Konsensfindung wirklich sehr breit sein, sehr überzeugend sein, um nämlich die Bevölkerung zu derartigen Vorhaben mitzukriegen, mitzunehmen. Weil aus langjähriger Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen, das ist in Österreich nicht gestorben. Militärausgaben werden immer in ein bestimmtes Verhältnis zu den Sozialausgaben gestellt. Und ich habe 100-mal gehört, wenn das Budget des Landesverteidigungsministeriums verhandelt wurde, und da irgendjemand immer gesagt, das sind mindestens 500 Millionen zu viel, die könnte man zur Erhöhung der Pensionen verwenden. Und das ist natürlich für die Pensionisten ein Killerargument,
für die Staatssicherheit ein Unargument, ein Non-Argument. Aber die Realität ist nicht anders. Und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren, wenn Sie das Programm vor sich haben, ist natürlich die Frage zu stellen und tunlich zu beantworten, nicht nur zu stellen, ob das sich einigen sollende Europa auf Sicht überhaupt in der Lage und willens ist, politisch und moralisch ein weitreichendes, rationales Konzept zu realisieren. Warum sage ich das? Um das Akronym GASP, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, ernstlich zu verfolgen und sich nicht vom Weißen Haus dauernd heruntermachen zu lassen, muss das alles ernst genommen werden. Sonst hat es keinen Sinn. Ich erinnere daran, wie Macron und Merkel in diesen Tagen und Wochen von einer gemeinsamen europäischen Armee gesprochen haben, wie sofort ein beleidigter und herabsetzender Querschuss aus dem Weißen Haus kam. Das heißt also, sollte das PESCO-Programm oder PESCO-Projekte überhaupt eine Chance haben, rational diskutiert zu werden, dann müssen viele andere Fragen kollateral auch geklärt werden. Wir können uns nicht abfinden damit, dass bestimmte Protagonisten des politischen Spektrums sich Anleihen, ideelle Anleihen aus dem Ausland nehmen und illiberale Demokratieformen verfolgen. Das wird nicht gehen, weil die große Mehrheit der österreichischen Bevölkerung schätzt die illiberale Demokratie nicht, wie wir aus letzten demografischen Untersuchungen wissen. Und das geht, diese beiden Enden gehen einfach nicht zusammen. Illiberale Demokratie, Autoritätsstreben auf der einen Seite und militärische, konkrete militärische Bündnisse mit anderen auf der zweiten Seite. Aber das wäre noch gar nicht das Hauptproblem, sondern wie wir auch wissen, aus den Bemühungen der österreichischen Bundesregierung, die Außengrenzen der EU zu schützen und die Frontex-Kontingente aufzustocken auf 10.000 Mann, wird von unseren Nachbarstaaten überhaupt nicht gutiert. Die wollen das auch aus vorgeschobenen oder wirklichen Souveränitätsüberlegungen nicht und sagen, also die Orbans, die Salvinis und so weiter, in unserem Land bestimmen wir, wie wir unsere Außengrenzen schützen und lehnen eine europäische Armee oder Exekutive oder wie man es bezeichnen will, ab. So, meine sehr geschätzten Damen und Herren, in Ihrer Veranstaltung, Ihrem Veranstaltungsmotto heißt, so lese ich hier, altbewährtes Thema, das ist in Klammer gesetzt, es ist altes Thema und altbewährtes Thema, Bindestrich, junge Sichtweisen. Ich lege viel Hoffnung in die jungen Sichtweisen und wünsche Ihnen für Ihre Diskussion viel Schwung und neue Erkenntnisse mit so großer Überzeugungskraft, dass die nicht mehr Jungen sich anschließen können. Viel Erfolg und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich beginne mit einer kleinen Vorstellungsrunde und fange mit unseren Gästen aus der Schweiz an. Jana Rötlisberger und Benno Zog sind zu uns gekommen. Frau Rötlisberger war in den letzten Jahren hauptsächlich im Ausland, um zu lernen und in die Praxis auch der Diplomatie zu schnuppern, hat ein Masterstudium in Global Studies in London, Shanghai und Leipzig absolviert, war dann Praktikantin bei der Schweizer Mission bei den Vereinten Nationen in New York, ist jetzt seit knapp einem Jahr wieder zurück in der Schweiz und arbeitet da in der Friedensstiftung Swiss Peace. Und ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Benno Zog, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Center for Security Studies, außerdem Co-Leiter des Peace- und Security-Programms
bei Voraus, ein Think Tank für Außenpolitik. Studiert hat er Politikwissenschaft und neuere Geschichte in Zürich und daran angeschlossen einen Master in Conflict, Security and Development Studies am King's College in London. Forscht jetzt zu schweizerischer Außen- und Sicherheitspolitik und danke fürs Kommen. Unsere österreichischen Gäste hier zu meiner Seite, Lukas Wank und da haben wir sie. Lukas Wank und Sophia Maria Satanakis. Frau Satanakis studierte Balkan Slavic and Oriental Studies in der Thessaloniki, hat daran angeschlossen einen postgradualen Lehrgang hier in Wien für europäische Studien. Und sie kennt auch die Diplomatie von zwei Seiten. Einerseits hat sie gearbeitet an der Konsularabteilung Griechenlands in Wien, andererseits bei der österreichischen Botschaft in Athen. Also sie hat doch da einen Blick von außen, wie man vielleicht von außen die österreichische Neutralität wahrnimmt. Und seit knapp 5 Jahren ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europa- und Sicherheitspolitik und engagiert sich da eben auch, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verstehen und mitzugestalten. Und ein Schwerpunkt auch die bilateralen Beziehungen, gerade auch mit der Türkei. Herzlich willkommen. Lukas Wank, Gründer und Leiter des Think and Do Tanks Schapka, interessiert sich hier für Außen- und Sicherheits- und Entwicklungspolitik, war zuvor auch politischer Berater und Konfliktanalyst beim österreichischen Verteidigungsministerium, ist außerdem Offizier des Bundesheeres, hat da 2012 eine humanitäre Operation in Libyen geleitet und von 2014 bis 2016 war er bei der EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina tätig und was er da alles gelernt hat, das lehrt er nun auch an der Fachhochschule des BFI hier in Wien. Ich fange gleich mit Ihnen an, vor allem auch, weil es sich durch das Video jetzt so anbietet. Wir haben da einerseits gehört, Neutralität, ist mir aufgeschrieben, ein Relikt, hat uns im Kalten Krieg gute Dienste geleistet, jetzt aber eigentlich eher so für die Selbstvergewisserung der Österreicherinnen und Österreicher zuständig, aber vom Ausland vielleicht wenig wahrgenommen. Dennoch, schon die Sicherheitsstrategie 2013 hat die Neutralität wieder hervorgehoben. Das aktuelle Regierungsprogramm hat ein deutliches Bekenntnis vor allem zur identitätsstiftenden Rolle. Und wir hören auch immer wieder Formulierungen wie der Brückenbauer, die Drehscheibe zwischen Ost und West. Wie hört sich das in Ihren Ohren an? Ist das 70er-Jahre-Rhetorik oder Zukunftsmusik? Vielen Dank für die Frage, die ein sehr, sehr weites und breites Feld aufspannt. Aus meiner Sicht ist es ja so, und das ist ja, glaube ich, jetzt bei der Keynote schon rausgekommen, im Video rausgekommen, und ich glaube, wir werden das ja heute von den anderen Panelistinnen und Panelisten hören, dass die Welt auf einer Schwelle der Veränderung steht oder eigentlich schon mittendrin ist und sich da im Endeffekt auf einer Bruchlinie zu einer wirklich neuen Zeit befindet. Und der Umgang in Österreich mit der Neutralität an sich ist schon einmal ein Ausdruck davon, dass wir in Wirklichkeit vollkommen verwirrt vor dieser Veränderung stehen, ja, ohne wirklich zu wissen, wie wir das angehen. Die Hannah Arendt hat zu diesem Umstand Geschichte und politische Entwicklungen einmal gesagt, das Vertrackte an der Weisheit der Vergangenheit ist, dass sie uns sozusagen unter den Händen zerrinnt, sobald wir sie ernsthaft auf die zentralen politischen Erfahrungen unserer eigenen Zeit anzuwenden versuchen. Und in puncto Neutralität scheint mir das immer wieder und auch im historischen Lauf der Zeit zuzutreffen, weil Österreich durch eine sehr dynamische Anwendung des Neutralitätskonzepts lebt. Nur um ein paar Blitzlichter zu geben, seit 1955 haben wir von ganz unterschiedlichen Neutralitätsbegriffen gesprochen. Zum Beispiel unter Kreisky haben wir von einer aktiven Neutralitätspolitik gesprochen. Das hat die multilaterale Außenpolitik angesprochen. Wir reden im Sinne der EU-Sicherheitspolitik immer wieder von einer differenzierten Neutralität oder von einer Ausnahmeneutralität, zum Beispiel im kollektiven Sicherheitssystem der UNO, der GASP, der EU Battlegroups oder auch der Petersberg-Aufgaben, BFP. Wir sprechen von einer engagierten Neutralitätspolitik neben einer
solidarischen Europapolitik. Der letzte Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil hat von einer interessensgeleiteten Neutralität gesprochen, manchmal wird von einer Restneutralität gesprochen, und das rahmt das so schön, dass wir uns mit dem Begriff eigentlich im historischen Verlauf immer wieder schwer tun. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, sind wir ein Brückenbauer? Da müssen wir uns, glaube ich, zuerst einmal die Frage stellen, ob die Neutralität in Österreich 1955 dazu gedacht war, Brücken zu bauen. In Wirklichkeit war sie dafür gedacht, um uns militärisch apolitisch zu verhalten, um uns in Friedenszeiten keine Handlungen zu setzen, um die quasi in einen Krieg vermünden könnte und eigentlich uns, um uns aus einem Krieg herauszuhalten. Das hat im Endeffekt eine Souveränitätskomponente gehabt. Und ein wichtiges Element davon war auch, die Sicherheit in Europa sicherzustellen, die Sicherheit in Österreich. Das Konzept braucht jetzt aus meiner Sicht eine inhaltliche Revision oder vor allem eine Neubewertung, eine inhaltliche Neuaufladung, um quasi davon Instrumente abzuleiten, die auf heutige Herausforderungen wieder anwendbar sind. Konzeptideen dafür wären zum Beispiel eine friedensgeleitete humanitäre Neutralität, die als außenpolitisches Konfliktlösungsinstrument eingesetzt werden kann, eine demokratiesichernde Neutralität, die Meinungsfreiheit nicht einschränkt und Bildung diversifiziert und Kritik fördert. Oder, und das ist eigentlich ganz wichtig, das ist ja schon angesprochen worden vom Herrn Bundeskanzler AD, und zwar auch in Form einer digitalen oder algorithmischen Neutralität, weil die große Macht, die politische Macht in Zukunft wird nicht von Staaten und Staatengemeinschaften ausgehen, sondern sie wird von transnationalen digitalen Unternehmen ausgehen. Deswegen brauchen wir, wenn wir wirklich ernsthaft über politische Herausforderungen 2030 FF nachdenken, braucht Neutralität eine Big Data Dimension. Also, um das vexiert zu formulieren, zu Österreich muss eigentlich die Schweiz der algorithmischen Neutralität werden, wenn wir es wirklich ernst damit meinen. Kurzum, wir brauchen eigentlich keine Rückkehr zu den Wurzeln, sondern wir brauchen eigentlich eine Erweiterung der Baumkrone. Und um Frieden 2018 sicherzustellen, braucht es auf jeden Fall aktives Engagement zur Sicherung der Menschenrechte, zur weltweiten Armutsbekämpfung, zur Gleichstellung von gesellschaftlich benachteiligten Gruppen, das auf jeden Fall. Und das wird aber im Umkehrschluss heißen, weil Sie das Regierungsprogramm angesprochen haben, dass eigentlich kein Platz ist für plumpe oder tollpatschige Außenpolitik, sondern es braucht eigentlich Österreich muss eigentlich ein Good Practice oder ein Best Practice Beispiel an Integrität werden, um diese Neutralität auch leben zu können. Ja, egal, wie man sie dann befüllt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schauen wir mal in die Schweiz, ob es da ähnliche Probleme oder Herausforderungen gibt. Frau Rödlisberger, Sie kennen ja auch die internationale Arbeit der Schweiz, auch gerade bei den Vereinten Nationen. Schweiz ist gerade jetzt im Vergleich zu Österreich doch sehr spät der UNO beigetreten, bewirbt sich aber jetzt um einen Platz im Sicherheitsrat, ich glaube für die Jahre 2023, 2024. Da geht man ja doch jetzt sukzessive auch offensiver mit seiner Neutralität um. Können Sie da was mit den österreichischen Definitionen von Neutralität anfangen oder sind das weniger Herausforderungen für die Schweiz? Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung und es freut mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich denke, die Frage von der Vereinbarkeit der Schweizer Neutralität mit einer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits aus einer neutralitätsrechtlichen Perspektive und aus einer neutralitätspolitischen Perspektive. Ich glaube, aus einer rechtlichen Perspektive sind sich alle einig, dass die Vereinbarkeit zwischen Neutralität und einer UNO-Sicherheitsratsmitgliedschaft eindeutig möglich ist. Denn vielleicht kurz als Klammerbemerkung noch, aus einer rechtlichen Sicht hat ein neutraler Staat drei Bedingungen zu befolgen. Er darf nicht an Kriegshandlungen teilnehmen, er darf sein Territorium nicht zur Verfügung stellen an die Kriegsparteien. Und er sollte auch im Falle von Kriegsexporten alle Kriegsparteien gleich behandeln. Und da die UNO keine Kriegspartei ist, denke ich, ist dies kein Problem
für die Neutralität der Schweiz. In einer politischen Ansicht ist dies etwas komplizierter und auch in der Schweiz durchaus sehr debattiert. Die politische Neutralität ist auch nicht klar definiert, auch nicht in unserer Verfassung. Ich glaube, das ist auch extra so konzipiert, damit sich die Neutralität auch immer anpassen kann an die Gegebenheiten und die Umstände des internationalen Kontexts. Und obwohl jüngst das Schweizer Parlament sich doch positiv für eine Schweizer Kandidatur im UNO-Sicherheitsrat geäußert hat, gibt es heute wahrscheinlich vermehrte auch Widerspruch diesbezüglich, als dies vielleicht noch vor 20 Jahren beim Schweizer Beitritt an der UNO der Fall gewesen wäre. Und da gibt es vor allem kritische Stimmen aus dem rechten Lager, die befürchten, dass die Schweiz dadurch an Souveränität verlieren würde, wenn sie im Sicherheitsrat Mitglied ist, da dieser, wie wir alle wissen, von den 5 Vetomächten diktatorisch, wie einige nennen, bestimmt wird. Außerdem sind natürlich auch die Sicherheitsratsarbeitsmethoden infrage zu stellen und durch eine Mitgliedschaft würde natürlich die Schweiz diese auch in einem gewissen Sinne legitimieren. Deshalb denke ich, dass diese Frage durchaus legitim ist, ob man da Mitglied sein möchte oder nicht. Andererseits kommt auch aus dem linken Lager die Befürchtung, dass die Schweiz als Mitglied im UNO-Sicherheitsrat zusätzlich zu den bestehenden Blockaden, die momentan vorherrschen, sei es zum Beispiel hinsichtlich der Krise in Syrien oder auch auf der Krim, dass die Schweiz durch ihre Neutralität vielleicht öfters auch bei Resolutionen sich enthalten würde und dadurch diese Blockaden noch verstärken würde und nicht zu deren Auflösung beitreten könnte. Andererseits, glaube ich, haben gerade Staaten wie Österreich sehr deutlich bewiesen, dass die Neutralität auch im Sicherheitsrat ein sehr positives Instrument sein kann und dass genau neutrale Staaten auch als Brückenbauer dienen können, um genau diese Blockaden aufzuweichen. Und ich glaube auch, die Schweiz hätte durchaus Potenzial. Und aus meiner persönlichen Perspektive finde ich, und das wurde auch im Video vorhin schön gezeigt, ich finde es wichtig, dass die Neutralität heute nicht als oberstes Prinzip gesehen wird. Die Neutralität ist immer noch ein Instrument und ein Mittel zum Zweck der Schweizer Außenpolitik. Und ich glaube nicht, dass sie über andere Prinzipien, wie zum Beispiel der Aufrechterhaltung von Menschenrechten oder dem humanitären Völkerrecht, die auch durchaus viel Tradition in der Schweiz genießen, dass sie diese nicht übertrumpfen sollten. Und genau diese Prinzipien kann die Schweiz im Sicherheitsrat von innen her stärken und auch zu Reformen im Sicherheitsrat führen, zu mehr Kohärenz und Transparenz beitragen und von innen dafür kämpfen, dass die Reformen vorangetrieben werden. Und schließlich, zu allerletzt, denke ich, dass in den heutigen Umständen, wenn man die heutigen internationalen Beziehungen und Umstände betrachtet, gerade ein neutraler Staat, der nicht von einem Militärbündnis geschützt wird, eigentlich durchaus Interesse daran haben sollte, dass das multilaterale System sowie auch das Völkerrecht gestärkt wird. Und deshalb glaube ich, dass eine Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat für die Schweiz durchaus positiv sein würde. Danke, ein spannender neuer Aspekt in den Debatten um Neutralität, der gerade durch diese Kandidatur für den Sicherheitsrat da angestoßen wird. Ich bleibe gleich in der Schweiz, um ein anderes, nicht unumstrittenes Thema anzusprechen, wo sich der Herr Zog ganz gut auskennt. Das Mandat des Swisscoil wird jetzt Ende 2020 auslaufen oder ist bis dahin befristet. Das war jetzt für mich so als Außenbeobachterin der Schweiz auch etwas Neues. Schweizer Soldaten und Soldatinnen, die im Ausland Waffen tragen, war jetzt mir so in meinem naiven Konzept der Schweizer Neutralität undenkbar, hat aber funktioniert. Ist das jetzt ein Musterfall für weitere Auslandseinsätze? Wie definiert man da jetzt die Neutralität? Vielen Dank für die Frage. Auch dass Sie es Musterfall nennen, aus meiner persönlichen Sicht, ich hätte es gerne als Musterfall, aber es sieht düster aus. Vielleicht ein paar klärende Worte zu Swisscoil, also das ist das Schweizer Kontingent zu KFOR, also für die Kosovo-Schutztruppe.
Seit 1999 sind dort Schweizer Militärdienstleistende vor Ort und seit 2001 sind sie bewaffnet. In diesen 2 Jahren dazwischen wurden sie beschützt von anderen Truppen von KFOR, namentlich von den Österreichern. Vielen Dank dafür. Es hat keine Tote gegeben in dieser Zeit, das ist sicher Österreich zu verdanken. Es war eine sehr breite Debatte auf jeden Fall, dieses Kontingent zu bewaffnen. Das ist tatsächlich, wie wir Schweizer sind, zu einer Volksabstimmung gekommen. 2001, die mit einer knappen 51% Mehrheit hat das Volk befürwortet, dass Kosovo-Dienstleistende bewaffnet sein sollen. Die Frage danach ist für mich, und ich bin deswegen froh um die Frage, ziemlich exemplarisch für die ganze Debatte, was Neutralität in der Außenpolitik anbelangt. Erstens ist es symbolisch dafür, dass Neutralität oft so ein bisschen ein Mythos hat oder ein sehr überhöhtes Konzept fast ist, an dem alles festgemacht wird. Deswegen wurde auch diese konkrete Bewaffnungsfrage auch zu einer Neutralitätsfrage sofort, was dann ziemlich untergegangen ist. Ich war selbst zu jung damals für diese Debatte, aber was untergegangen ist, dass Swissquote davor auch schon bewaffnet war. Und zwar offenbar ein Gewehr pro Fahrzeug, weil das sind NATO-Standards, das ist KFOR-Standard, das wäre ja gar nicht anders gegangen. Nur darüber hat niemand gesprochen, es ging um diese große symbolische Frage. Ich glaube, die Argumente, wieso Schweizerinnen und Schweizer die Bewaffnung befürwortet haben, aber auch in einem breiteren Sinne dieses Mandat der Schweiz für ein großes Kontingent für friedensfördernde Einsätze unterstützt hat, gab es viele Argumente und ich glaube, ich bin froh, hat Frau Rötlisberger bereits diesen kleinen völkerrechtlichen Kern von Neutralität angesprochen, der wirklich nur sehr klein und eng ist und alles rundherum ist Neutralitätspolitik. Das sind politische Entscheide. Und deswegen sind Neutralitätspolitiken in der Welt so divers oder so vielzählig wie die einzelnen Länder, die neutral sind. Es gibt kein bestimmtes Muster. Jedes Land trifft diese politischen Entscheide selbst. Im Kosovo-Fall war ganz klar, dass KFOR von einem UNO-Mandat unterstützt wurde. Das ist eine Bedingung für die Schweiz, um irgendwelche Einsätze zu unterstützen. Gegenüber einem UNO-Mandat ist man nicht neutral. Das ist die Weltengemeinschaft, die eine gewisse Verletzung von internationalen Normen oder Rechten attestiert. Und das gilt es zu stützen. Dagegen gibt es keine Neutralität. Mit dem direktdemokratischen Entscheid, wo Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Bewaffnung unterstützt haben, war die zusätzliche Legitimität auch innenpolitisch gegeben. Und dann, ich glaube, auch aus Armeeperspektive, und das wird oft auch etwas übersehen, die Schweiz ist sehr zögerlich mit Armeeeinsätzen im Ausland. Kosovo ist das erste wirklich große Kontingent, das nicht nur medizinisches Personal etc. umfasste. Aber aus armeepolitischen Sicht hat das absolut Sinn gemacht, sich in dieser multilateralen Truppe zusammenzufinden, um den Kosovo zu stabilisieren, mit diesem breiten Mandat, um auch Interoperabilität und ganz praktische Fragen, diese Partnerschaften mit europäischen Armeen, die dort präsent waren, zu stärken und so viel dazu zu lernen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb die Schweizer Armee erklärtermaßen gemäß Bundesverfassung 3 Zwecke hat, neben der Territorialverteidigung, neben subsidiären, also unterstützenden Einsätzen, beispielsweise im Katastrophenfall, sind das die friedensfördernden Einsätze im Ausland. Einerseits, weil wir von internationaler Stabilität abhängen und das klingt nach Selbstverständlichkeit, es gibt vielleicht ein Drittel der Schweizer, Innen- und Schweizer, die dem nicht zustimmen würden, die sagen, wir bleiben in unserer kleinen Igel-Formation und das ist gut so und das ist recht so und alle anderen sollen sich um ihre Dinge kümmern, wir kümmern uns um unsere. Ich glaube, aus meiner Sicht und aus vielleicht junger Sicht ist völlig klar, internationale Stabilität ist auch unsere Stabilität und das hängt voneinander ab. Und deswegen aus all diesen Elementen hat sich ergeben, dass die Schweiz nach wie vor dort ist, im Kosovo. Aber wenn Sie es einen möglichen Musterfall nennen, dann scheint es das eben nicht zu sein, weil im schweizerischen Diskurs ist, wenn Neutralität als diese große Maxime, die in unserer DNA steckt, die unsere gesamte Außenpolitik bestimmt, wenn davon die Rede ist, dann spricht man wieder mehr in isolationistischer Haltung. Sich zurückhalten, sich einigeln, die anderen ihre Konflikte ausfechten lassen. Und gemäß Bundesbeschluss, aber auch gemäß Mandat, wird die Kosovo-Mission kleiner, weil auch Konfliktgefahr dort viel kleiner ist und die Schweizer Beteiligung daran wird auch kleiner.
Und ich sehe weit und breit keinen Ersatz, keine neue Mission, die die Schweiz mit einer politischen Mehrheit wie Kosovo damals beschließen würde, um sich erneut in einer großen Zahl an einer Stabilisierungsmission zu beteiligen. Und das sagen auch Leute innerhalb der Armee, innerhalb des Verteidigungsministeriums. Sie wissen nicht, wie man eine neue Mission, die sich die Schweiz verfassungsmäßig eigentlich zum Ziel setzt, die Zahl 500 Mann in Ausland einsetzen, höchst bescheiden, auch gegenüber Österreich, ist das Ziel, aber man weiß nicht, wie man das aufrechterhalten soll. Deswegen, vielleicht gibt es irgendwann wieder einen Fall, wo sich die Schweiz so direkt betroffen fühlt, wie von Kosovo, wo diese Mehrheiten gegeben sind. Aber im Moment, so wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Ich habe kürzlich in einer Analyse die Ukraine angesprochen und die Schweiz in der Ukraine behandelt und eine UNO-Mission in der Ukraine oder eine OSZE-Mission in der Ukraine ist sehr weit weg. Es gibt die Mehrheit dazu noch nicht international und man ist sehr uneinig, wie eine solche Mission überhaupt aussehen würde. Das ist vielleicht der einzige mögliche Ersatzfall für eine solche Schweizer Beteiligung. Ansonsten sieht es ziemlich düster aus. Einerseits, was sich die Schweiz zum Ziel gesetzt hat, aber auch im Vergleich mit anderen Neutralen wie Österreich, wie Irland, wie Schweden, sich an solchen Missionen zu beteiligen. Danke für diesen Ein- und Ausblick. Frau Satanakis, wenn Sie das alles hören, und Sie haben ja nicht nur die österreichische Innen-, sondern auch ein bisschen die griechische Außen- und Einsicht, wenn Sie die Diskussion so auch von außen betrachten, sind wir da alle sehr, sehr selbstbezogen mit unserer jeweiligen Neutralitätsdiskussion. Interessiert das Ausland? Was ist da Ihre Sicht? Ja, hallo, guten Abend auch von mir. Danke für die spannende Frage. Ich muss gleich einmal mit einem nicht wirklich antworten. Also es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich. Österreichs Neutralität ist sehr diskussionsbedürftig. Also das war halt auch in Griechenland über die Jahre, wo ich dort studiert habe und gewohnt habe, der Fall. Das wissen nicht viele. Also bis auf die Leute, die halt auf politischem Niveau sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Aber wenn man wirklich jetzt auf die Straße geht und die Studenten und die einfachen Leute befragt, ist Österreich einfach ein EU-Mitglied, es ist ein reiches Land, es gehört zum Westen, Punkt. Wenn man dann anfängt, ja, aber neutral, wissen Sie das, dann muss man wirklich darauf eingehen, was genau meinen Sie, wenn Sie sagen, Österreich ist neutral. Und dann muss man halt erklären, erstens, zweitens, drittens. Und dann kommt natürlich auch die Frage, ja, aber das ist nicht so neutral wie die Schweiz. Das ist etwas, was mir wirklich oft aufgefallen ist in all den Jahren. Und nicht nur jetzt in Griechenland, sondern auch mit anderen Kollegen, die ich halt jetzt von der Arbeit aus hier in Wien kennenlernen durfte. Die Schweiz ist für jeden und für alle das neutrale Land. Österreich, da muss man immer ein bisschen nachhaken, ein bisschen drüber diskutieren. Weil Österreich mischt ja auch gerne in verschiedenen Sachen auch mit. Also wir sind jetzt auch in der EU drinnen, PESCO wurde angesprochen vorher. Es gibt immer ein Wenn und ein Aber. Also ich würde schon sagen, dass da einige Fragen dann auftauchen. Also die Selbstwahrnehmung Österreichs ist ziemlich anders, als wie sie dann in den restlichen Mitgliedstaaten wahrgenommen wird. Vielen Dank. Ich möchte jetzt auch gleich die Fragerunde fürs Publikum eröffnen. Also Sie haben schon einige Schlaglichter gehört, wollen Sie da noch tiefer gehen? Was interessiert Sie weit? Ich sehe da schon eine Hand, wir haben auch ein Mikrofon. Wer hat das? Ja, bitte. Ja, guten Abend. Kurze Frage, weil Sie es angesprochen haben, die rechtlichen, völkerrechtlichen Aspekte. Was mir da aber schon noch gefehlt hat, ist die Frage mit dem Militärbündnis, Beitritt zu einem Militärbündnis. Ich nehme an, in der Schweiz eine Nicht-Debatte. In Österreich war es auch nicht wirklich eine Debatte, aber auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union, Artikel 42.7. Also so ganz, wenn man jetzt graben wollen würde, würde man zumindest bei der EU-Mitgliedschaft irische Klausel hin oder her doch was finden. Jetzt meine Frage in Bezug auf Debatte Schweiz-EU, spielt das da auch eine Rolle? Ungeachtet, dass man extra eine Klausel eingefügt hat für neutrale Staaten, aber dass man trotzdem sagt, so richtig neutral ist man mit der Verteidigungsklausel, dann wieder auch nichts, sobald man der EU beitreten würde. Danke, wir sammeln. Ich glaube, vor Ihnen, ja bitte. Ja, Herbert Biersdorfer, Internationaler Versöhnungsbund. Ich bin schon seit langem in Neutralitätserlangen unterwegs, denn ich bin überzeugt, Jahrgang 1950 vielleicht,
mit einer Neutralität aufgewachsen, dass die Neutralität die einmalige Gelegenheit bildet, auch im Rahmen einer Europäischen Union als Vermittler tätig zu werden. Die Schweiz macht es uns teilweise vor, interessanterweise auch das Nicht-EU-Land Norwegen, das bei der NATO ist. Vielleicht wäre das auch ein interessanter Anknüpfungspunkt, warum gerade die das gut können. Aber wir sind in der Europäischen Union nicht allein. Wir haben Irland und Malta als definitiv neutrale Staaten, Schweden und Finnland zumindest als blockfrei, nicht genau definiert als neutrale. Warum soll es nicht in der EU eine Möglichkeit geben, dass man sagt, ja, wir haben auf der einen Seite militärische Aktivitäten, auf der anderen Seite aber auch Staaten, die sich genau dafür einsetzen. Und dann braucht man dieses ganze PESCO und 23F und Petersberg-Aufnahmen nicht mitzutragen, sondern es gibt halt verschiedene Verantwortungen im Rahmen der EU und jeder kann das seine tun. Danke. Dankeschön. Dann nehmen wir noch eine dritte Frage und dann gehen wir in die Antwortrunde. Bitte hier vorne. Die österreichische Neutralität basiert ja auf dem Staatsvertrag, in dem sich ja Österreich im Artikel 9 und 10 dazu verpflichtet, keine nationalsozialistischen und faschistischen Organisationen zuzulassen. Jetzt ist die Frage, nach der Formierung der neuen Regierung, wo man sagt, dass sie auch rechtsradikale Elemente enthält, hören wir immer wieder von rassistischen fast faschistischen Äußerungen. Besteht hier eine Gefahr für Österreich, auch aus der Sicht der Signatarstaaten? Danke. Dankeschön. Beginnen wir diesmal hier und beantworten die Fragen, die vor allem Österreich und österreichische Neutralität. Frau Satanakis, wollen Sie anfangen? Ja, bitte. Also ich würde jetzt vor allem Ihnen da gern zustimmen. Wir sind zwar ein Bund von vielen Staaten, aber es ist nicht jeder überall dabei, beziehungsweise es muss nicht jeder überall mitmachen müssen, sondern jeder Staat sollte seine Stärken und seine Schwächen anerkennen. Und eine Stärke Österreichs ist eben in der Vermittlerrolle, wie Sie sehr gut bemerkt haben, in der Mediatorrolle, Plattform für internationalen Dialog, Brückenbauer, das sind alles Begriffe, die wir sehr gut kennen. Und ich finde, das ist auch eine Rolle, die Österreich über die Jahre auch gut ausgefüllt hat und gut gemacht hat. Und es sollte auch weiterhin ausgenutzt werden. Also da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber es soll auch nicht so sein, dass man sich dann komplett zurückzieht, weil man ist in einer Union dabei. Es ist eine Gemeinschaft und wenn da jeder anfängt, ich mache da nicht mit und dort nicht mit, dann haben wir einen Fall wie zum Beispiel jetzt bei Großbritannien. Also Stärken ausnutzen schon. Aber trotzdem sollte halt eine gewisse Gemeinsamkeit schon noch bestehen bleiben, auf jeden Fall. Das wäre zumindest so meine Ansicht. Herr Wank, Ergänzungen? Ja, also ich finde, vor allem mal zur Frage mit der, ich glaube, das geht ein bisschen einher, die Beistandspflicht und da diese Vermittlerrolle Österreichs. Also es gibt, Österreich ist in einem glücklichen Zustand, dass es eigentlich zwei Klauseln gibt, die juristisch greifen würden. Im Falle von einer Beistandspflicht ist es auf jeden Fall der Artikel 42 Absatz 7 im Vertrag über die Europäische Union. Und dann gibt es aber noch den Artikel 222 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das ist die Solidaritätsklausel. Und das ist ja etwas, was wir in der Vergangenheit sehr oft gehört haben. Also der Letzte, der das bemüht hat, war der Bundeskanzler Faymann bei den Anschlägen in Paris 2015, wo Frankreich auf einen Beistandsfall ausgerufen hat. Und die österreichische Antwort war der Solidaritätsfall. Ja. Und das heißt, es funktioniert immer irgendwie. Das heißt, man kann immer irgendwie herumarbeiten. Also juristisch, glaube ich, hat man da Workaround gefunden, wo das funktioniert. Ich glaube, das war eher die Frage da hinten. Jetzt ist es aber so, dass man das aus meiner Sicht eigentlich auf jeden Fall, und das spricht eher diese politische Komponente an, juristisch ist das eng und klar, und diese politische Komponente, über die kann man natürlich reden, und da sind wir eher bei dieser Vermittlerrolle. Und ja, ich glaube, wenn Österreich seine Neutralität wirklich leben will, dann könnte es, ich habe das schon genannt, ein wirkliches Best-Practice-Beispiel
in der Friedenspolitik zum Beispiel werden. Ja? Wir haben alle Bedingungen dafür, dass wir uns als neutraler Staat für die Lösung von humanitären, auch von Gewaltkrisen weltweit einsetzen, indem man einen Pool an Facharbeitern und Facharbeiterinnen aufsetzt, die Dialog stiften, die Entwicklung fördern und die Konflikte lösen können, ja, und so weiter und so fort. Ne? Das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns die letzten Eurobarometer-Umfragen der letzten Jahre anschauen, vor allem seit 2015 oder 2016, rückt auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr dieses sicherheitspolitische Element in den Vordergrund. Ne? Die jüngsten Umfragen waren aus dem März 2018. Einwanderung und Terrorismus stehen nach wie vor ganz oben. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass in Österreich eigentlich die Zustimmung zum Aufbau einer EU-Armee oder zur Ausweitung der Strukturen in der Sicherheitspolitik in Europa eigentlich sehr zurückhaltend sind und weit unter dem EU-Durchschnitt nach wie vor liegen und historisch eigentlich immer gelegen sind, dann wäre das eigentlich ein super spannender Ansatzpunkt. Da gebe ich Ihnen voll recht. Ja. Also ich glaube, es ist da vor allem auch wieder notwendig, und das ist so wie mein Appell in der Einstiegsrunde auch war, dass es wirklich Zeit ist, diese Neutralität nicht mehr als überhöhte Antiquität zu behandeln, ja, die irgendwie in identitätsstiftenden Glanz nach wie vor hat, und sie nicht mehr so als heilige Kuh anzusehen in der Außenpolitik, muss man ganz ehrlich sagen, sondern diese Patina abzuwischen und eigentlich auch nach neuen aktiven Betätigungsfeldern suchen. Eine aktive Vermittlerrolle wäre sowas. Ja. Es wäre aber auch eine Vermittlerrolle vor allem nicht nur in der Außenpolitik, sondern eigentlich in der europäischen Innenpolitik. Weil wenn man sich Europa anschaut und die Herausforderungen anschaut, es gibt ein sich veränderndes deutsch-britisch-französisches Verhältnis, es gibt Gesellschaften, die sich entlang von Fragen der Identitätssuche fragmentieren. Es gibt ein soziales Auseinanderklaffen in Europa. Das heißt, ich glaube, ein ernstzunehmender Staat, der integer ist und der eine neutrale Positionen und Objektive vermitteln kann, ich glaube, das ist gerade in Europa ganz stark gefragt. Danke. Danke, da haben wir schon eine konkrete Utopie und Zukunftsvision, an der sich politisch arbeiten ließe. Es gab noch Fragen, die die Schweiz betroffen haben. Frau Rötlisberger, wollen Sie da mal Antwort geben, bitte? Ja, ich glaube, jetzt im Hinblick auf die erste Frage, die Neutralität ist natürlich immer ein Thema, das ausgelegt werden kann für diverse Debatten und für diverse Meinungen. Ich glaube aber tatsächlich in der Frage, wenn es um den EU-Beitritt geht, ist vor allem der Souveränitätsverlust für die Schweiz das größte Problem. Wie Sie vielleicht wissen, ist gerade über die Selbstbestimmungsinitiative oder wird bald abgestimmt. Und da geht es genau um diese Bestimmung durch fremde Richter, wie es die SVP so schön, unsere ganz rechte Partei so schön besagt. Und ich glaube, das ist vor allem die größte Angst der Schweiz in der Frage, wenn es um den EU-Beitritt geht. Noch ein paar anschließende Worte, bitte. Ich stimme dem absolut zu. Also die EU-Zustimmung in der Schweiz ist ohnehin bei etwa 15% gemäß Umfragen. Da stellt sich die Frage nach einer zukünftigen EU-Verteidigungsallianz nur sehr marginal. Da steht sehr viel anderes auch im Zentrum. Wenn man Souveränität anspricht, ist natürlich auch klar, wir haben ohnehin schon Souveränitätsverlust, weil wir behaupten zwar, wir sind wahnsinnig autonom als Schweiz, aber gleichzeitig so stark abhängig von der EU und übernehmen eine solche Menge von EU-Recht, dass Souveränität ohnehin schon beschnitten ist, ein Stück weit, mindestens in der klassischen Sicht. Und das ist auch wieder eines der Themen, wo ich mir wünschen würde, von der Schweiz sich ein bisschen mehr den Spiegel vorzuhalten, ein bisschen realistischer zu werden, auch bei der Neutralität, im Sinne von Neutralität beschützt uns nicht mehr vor allen Gefahren, vor Cyberangriffen schützt uns Neutralität auch nicht und vor organisierten Verbrechen sowieso nicht. Aber auch, dass Souveränität in einer modernen, interdependenten Welt ohnehin schon relativiert ist. Noch ein kleiner Kommentar zur zweiten Frage, weil da das Modell Norwegen angesprochen wurde. Norwegen als NATO-Mitglied, das sehr stark für Mediation und friedensfördernde Vermittlung bekannt ist, da sieht man eben auch, dass man nicht unbedingt neutral sein muss, um zu vermitteln. Es ist definitiv ein Vorteil, beispielsweise, dass die Schweiz
Georgien in Russland und Russland in Georgien vertritt oder Iran in Saudi-Arabien und Saudi-Arabien in Iran vertritt. Das hat schon ein Stück weit mit Neutralität zu tun. Aber gleichzeitig ist es auch eine Frage von Vertrauen, der Grundwährung, die kleine Länder ohne machtpolitische Elemente haben, und von Investitionen, ein internationales Kontaktnetz pflegen, viele Auslandvertretungen haben, die richtigen Leute zu schulen, auch im Sinne von Herr Wanks Appell, einen Pool von Vermittlern zu haben oder Diplomaten, die sich für solche Dinge einsetzen, wie das eben auch Norwegen macht, ohne neutral zu sein. Also man sieht, diese Neutralität bestimmt eben nicht so sehr diese Politik, wie oft behauptet wird. Das geht auch auf anderen Wegen, aber es kann auf jeden Fall betont werden als zusätzlicher Faktor. Und wenn man sich so friedensfördernd einsetzt, rechtfertigt das natürlich auch ein gewisses Abseitsstehen in vielen Konflikten, weil man sich auf anderem Weg wertvoll macht und solidarisch zeigt. Danke. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für allfällige weitere Fragen. Gibt es noch Diskussionsbedarf? Sonst möchte ich gerne eine Frage aufnehmen, die uns Franz Vronitzky auch gestellt hat oder als Auftrag gegeben hat. Neutralität war lange, ist das vielleicht noch immer auch sehr territorial gedacht. Nun gibt es aber Cyberwar und Cyberangriffe. Österreich wird im Rahmen der PESCO gemeinsam mit Griechenland an einem Programm teilnehmen, wo es genau um dieses Thema geht. Also in Zeiten von Internet und World Wide Web sind Angriffe weltweit und nicht so territorial definierbar. Wie wird gerade dieses Thema, vielleicht auch im Rahmen der PESCO, wie geht man damit in einem neutralen Status um? Was hat dann alles? Also Sie haben ein sehr heißes Thema angesprochen und ich finde, da trifft es ganz gut zu, wenn man sagt, dass in der heutigen Zeit sich die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit nicht mehr so klar definieren lassen. Also die fließen ineinander ein und bei solchen Sachen kann man nicht wirklich von Neutralität reden. Und ich finde es auch gut, dass sich Österreich dabei aktiv engagiert und einbringt, weil das ist etwas, das eigentlich eine große Gefahr unserer Zeit darstellt. Und das sollte man wirklich nicht territorial denken oder nicht denken, eben Neutralität ist eine heilige Kuh und wir sind davon nicht betroffen, weil die Realität zeigt ja, dass es uns auch betrifft, ob wir neutral sind oder nicht neutral, ob wir bündnisfrei sind und so weiter. Und man muss daran arbeiten, man muss sich einbringen, jedes Land, und eben durch Zusammenarbeit auch Best Practices lernen von denen, die es eben schon länger machen. Danke. Dankeschön. Gibt es noch eine dringende Frage? Falls nicht, würde ich pünktlich mit 19.30 Uhr unsere Diskussion schließen und vor allem den offiziellen Teil des Programmes schließen. Eine haben wir noch, bitte. Guten Abend, mein Name ist Hans Holmer. Ich bin ein pensionierter amerikanischer Diplomat und wenn ich darf, möchte ich meine Frage in Englisch stellen, weil mein Deutsch ist nicht so gut. In light of the fact that a nation state can now conduct an act of war using tools that are not attributable and, you know, just simply happen, is the model of neutrality still valid? Wer möchte denn darauf antworten? Gibt es da schon erste Impulse? Bitte, Herr Zug. Ich antworte auf Deutsch. Ist es besser oder Englisch? Either works. Okay. Das ist natürlich ein riesiges Grundproblem. Also Neutralität wurde designt und kodifiziert 1907 und die Hälfte dieses Neutralitätsabkommens sprach von Telegrafenrechten und wer jetzt wem Nachrichten übermitteln kann. Das ist in unserer heutigen Welt natürlich kaum mehr vorstellbar. Und natürlich betraf den zwischenstaatlichen Konflikt und nicht innerstaatlichen Konflikte, keine nichtstaatlichen Akteure. Also dort haben wir sowieso einen Blindspot, der Neutralität nie angehen kann. Interessanterweise gibt es schon Bestrebungen, alte Systeme auf diese neuen Herausforderungen anzuwenden. Also beispielsweise die NATO hat Article 5, also die Beistandspflicht im Angriffsfall auch auf den Cyberraum, sollte nachgewiesen werden können, dass beispielsweise Russland mit einer gewaltigen, massiven
Cyberattacke ganze Länder lahmlegen würde, dann wäre das ein Beistandsfall. Also dort alte Antworten auf neue Fragen, höchst problematisch. Völkerrechtler werden sich noch jahrzehntelang damit beschäftigen müssen, wie ein solcher Angriff überhaupt attribuiert werden kann, nachgewiesen, dass das irgendwie in irgendeinem Gericht angewendet werden könnte. Und ich glaube, das Neutralitätsrecht hat ähnliche Probleme und ist in diesem Raum aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort. Da müssen wir eben auch sehen, als neutrales Land wie die Schweiz, dass Neutralität zur Hauptmaxime der Außenpolitik macht. Auf diese Frage hat Neutralität keine Antwort. Das heißt, wir müssen andere Lösungen finden und das liegt oft in gewissen technologischen Möglichkeiten, die nicht immer absehbar sind, aber auch in internationalen Kooperationen, die wir neu denken müssen und wo die auf technischen Ebenen ganz anders funktionieren muss als diese diplomatische zwischenstaatliche Ebene der alten Tage. Dankeschön. Dann schließe ich mit nur geringfügiger Zeitdehnung den offiziellen Teil unseres Programms, aber keinesfalls das Gespräch. Die Unterhaltung über die Zukunft der Neutralität kann gern weitergeführt werden, und zwar schon jetzt bei einem Glas Wein und Brötchen, auf die uns die Botschafter nun einlädt, gleich nebenan. Ja, Ihnen und Ihnen auf dem Podium danke ich herzlich fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen einander hier in der Diplomatischen Akademie bald wieder. Dankeschön.